Wunderschönen Montag, willkommen zurück zu einer neuen Folge Town of Salem Ranked. Neue Woche, neues Glück als Mafia-Member zusammen mit dem Toni. Hallo! Hallo Toni, bist du auch Mafia? Nein, ich bin keine Mafia. Na toll. Aber wir sind zusammen in derselben Ranked-Runde. Das heißt, ich bin nicht als Krieger unterwegs, sondern als... Das sage ich nicht. Ich mag diesen Nosferatu-Skin. Ich habe es eben schon in der Lobby gesagt. Ich finde ihn super. Ich finde ihn auch gut. Und dummerweise hat Spindel hier das Ding. Aber okay. Ich hätte eigentlich meine Rolle nicht sagen sollen. Gianluca. Ah, weil du AFK bist und Jamie geschrieben hast. Ja, genau. Ja, wir müssen mal gucken, was das Ganze jetzt hier wird. Zusammen mit unserem Freund hier. Alle Snoops außer Mutti. Ich mag Mafia nicht. Ghost. Ja, okay, wenn du unbedingt töten und willst. Und wem tötet der Krian alles? Ja, dich. Bitte nicht. Janitor macht direkt Sachen. Wir müssen mal gucken, was das Ganze hier bringt. Janitor kann ja ganz lustig sein. Hoffentlich wird er nicht untersucht. Weil sobald er gleich Medium claimt, ist er tot. Das ist Standard. Bist du tot? Warte, die Nacht ist noch nie vorbei. Jetzt bin ich nicht tot. Ich lebe noch. Du hast aber einen leichten Delay. Bei mir war vorher schon die Nacht um. Nee, interessant. Der Geist ist tot. Er ist doppelt tot. Ja, stimmt. Das heißt, die Geisterjäger sind unterwegs. Gibt es da vielleicht einen, der Geisterjäger heißt? Das wäre schon wieder lustig gewesen. Oh nein. Jo, gut gemacht, Mafia. Nein. Das haben wir, glaube ich, gestern oder vorgestern in der Aufnahmesession auch gehabt. Da hat einer gemeint, warum killt die Mafia eigentlich immer die Witch in der ersten Nacht? Ja, ist halt echt so. Früher war es so, Medium stirbt zuerst. Dann heißt es, Spy stirbt zuerst. Und jetzt ist es die Witch. Das ist immer so etappenweise. Keine Ahnung, was da los ist. Oh, das gefällt mir nicht. Und er wurde gewoblockt. Oder hat er sich umentschieden? Nee, er wurde gewoblockt. Ghost. Gut zu wissen. Jonathan Gott sagt Raid. Aber dann nichts mehr. Vielleicht schreibt er auch was ganz, ganz Wichtiges. Wir wissen es nicht. Ja. Es wird natürlich nicht einfach, nachdem Metro Evil raus ist. Jetzt müssen wir hoffen, dass die Annie-Rolle im besten Fall keine Zaun ist. Lynch Munster. Munster soll getötet werden. Warum? Bist du etwa Not Krian? Hast du echt mit deinem Standardnamen angemeldet? Ja, hab ich. Was ist los mit dir? Lass mich. Deswegen habe ich auch gesagt, ich sag meine Rolle nicht. Wir wussten doch, dass wir zusammen im selben Match sind. Dann gehst du als Not Krian rein. Oh, Munster Claim Survivor. Du hast ja direkt gesagt, dass du deine Rolle sagst. Ich sag immer meine Rolle. Ein Survivor. Second Survivor. Siebter Survivor. Dein Glück ist, ich bin nur die ausführende Gewalt. Das heißt, ich kann nicht entscheiden, dass du getötet wirst. Das heißt, wenn, dann ist es die Entscheidung, dass... Oh, er lässt mich entscheiden. Nein! Er hat sich doch zuerst entschieden, hat ihm zu lang gedauert. Der Sack. Aber trotzdem bist du tot. Nö, ich lebe noch. Ja. In 8 Sekunden bist du tot. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Oh. Okay. Okay. Bist du aber Veteran? Oh. Nee. Oh, Werwolf hat besucht. Sieh mal einer an. Und dann haben 2 Survivor-Claims. Früher war das ja easy. Und dann Vigilante ist tot. Gonna shoot a Survivor-Claim Night 2. Welcher Survivor-Claim ist die Frage? Den Anchor oder den Munster? Ich habe wieder diese leichten Aussetzer, dass das teilweise saulang dauert, bis etwas reibt oder bis etwas reagiert bei Toss. Sollte mir nicht mehr Vigilante claimen. Okay, komisch. Oh Gott, ihr habt einen Cleaner. Cleaner, einen Janitor. Ein Cleaner. Conny, not suspicious. Oh mein Gott!
I was attacked in jail by the witch. Oh mein Gott. Und Crystal Gazer sagt, Anka sei Werwolf. Das gefällt mir nicht, weil wir sind ohne Witch schon da und ich will eigentlich nicht zu früh den Werwolf loswerden. Jo, töte ihn. Und er soll transportiert worden sein. Jetzt wird's lustig. We would know. Inwiefern würde Jonathan Gott wissen, wenn der angeblich wirklich transportiert wurde? Vielleicht ist er auch Transporter. Das kann sein. Ganz bitter wäre jetzt, wenn Kroni und hier Dings transportiert wurden. Und, geht aber und nicht. Er transportiert wurden. Das wisst dann halt niemand, wenn er claimt. Also meinst du Millionen transportiert oder was? Ja, genau. Gefällt mir sagst nicht. Sagst du mir, wann du mich angreifst? Das wäre echt nett. Ich entscheide ja nicht, wann du angegriffen wirst. Ist egal, sag's mir trotzdem. Jetzt gehen wir auf Doktor. Bad luck. Chester. Jetzt gehen wir auf Doktor. Wer hat gesagt, dass er Sheriff ist? Ganz kurz nochmal schauen. Crystal Gazier. Moment. Escort. Da. Klemmt jemand Wett, da klemmt jemand Survivor und Monster auch. Und Werwolf, tot. Bin ich gut. Natürlich gehen wir jetzt auf ihn. Jo. Weil. Rufen Sheriff, würde ich sagen. Ärgerlich. Scheint so. Immerhin, mein Kollege kennt auf jeden Fall einige Rollen in TOS. Wie schön, dass ich entscheiden darf, wer gekillt wird. Das denn nicht. Natürlich durfte ich diesmal. Er hat gesagt, go ahead and pick. Also habe ich gepickt. Zum Glück nehme ich. Das denkst du. Transport hat dich gerettet. Oh, gar keiner ist tot, siehst du mal. Kein Wunder, ich habe gepickt. Oh, wir haben einen Amnesiac? Oh, Doktor. Der zum Sheriff wurde. Wieso? Nur weil er angegriffen wurde? So, jetzt kann man nicht mehr whispern. Ja, aber diese Art und Weise ist halt auch dumm. Du bist halt so krass, der Typ. Jetzt haben wir ein Problem. Wir können nicht als Doktor durchgehen. Jailer, protect me! Drei Mafia. Stimmt, einer von denen muss lügen. Fällt mir jetzt erst auf. Das ist wahr. Aber die Survivor-Claims können halt auch immer wieder irgendwas anderes sein. Das ist das Problem. Inzwischen claimt jeder Survivor. Weil das Annie ist weg. Nee, stimmt gar nicht. Also, Benning ist definitiv Amnesiac, ja. Und er scheint wohl wirklich Survivor zu sein. Ich vertraue ihm fast.
William Hobbs claimt am, ne? Nachdem er vorher Survivor geclaimt hat, Na oder? gut, kann man machen, damit man Ja. angegriffen wird. Ja, aber ich finde das trotzdem Bullshit. Wenn er nämlich jetzt gelyncht worden wäre, wäre es seine Schuld gewesen. Das darf man halt nicht vergessen. Er Ist ja macht's echt jetzt Survivor. Riesenproblem. Ja, er ist echt Survivor, damit ist die Annie-Rolle Amnesiac gewesen. Naja, er kann eh nur eins machen. Dö. Oh nein, das ist ein Retri, oder? Ja, das ist ein Retri. Wie, es gibt ein Retri. Ja, da hat vorher schon einer Retri geklemmt. Ich habe gehofft, das wäre eine Lüge. Und ich habe sofort gesehen, da ist wieder einer mehr. Ja, das Ding habt ihr gewonnen als Town. Ihr seid sieben Townies. Was war denn Axel nochmal? Vigilante. Und das Ernsthaft? Ding ist halt jetzt durch. Das habt ihr halt gewonnen. So, welche Rolle haben Sie denn dort, Krian? AFK möchte das gern wissen. Claimt jemand Dog? Und AFK sagt, er ist Dog. Ey, da muss lügen. Nee, muss er nie. Doch, eigentlich schon. Random Town. Random Town ist doch raus. Ist ein Random Town. Oder? Ja, natürlich, fick dich doch, ich hasse es. Tod? Natürlich. Mr. Krian? Natürlich. Bin einfach ich gewählt, weil ich Doktor claime. Ich habe mir das irgendwie gedacht, dass du das bist. Aber ich wollte nie gegen dich vorgehen. Ich habe nichts Immer gewonnen. das Gleiche. Weil du hast genau mit mir das gleiche geschrieben. Can't whisper to a mayor habe ich geschrieben und du hast Ja, geschrieben, gut. can't whisper revealed mayor. Das war aber logisch, dass er schreiben würde. Das müsste Ja, jeder aber das. schreiben, der Hirn hat. Das stimmt. Aber das Ding ist sowieso durch. Das war vorher schon klar, dass es den scheiß Retri gibt. Dass es den Mayor gibt, der revealed. Es war klar, dass wir das Ding verlieren. Das ist auch eine dumme Idee. Ich denke mal, du bist der Transporter. Glaube ich, der Transporter. Ja, war offensichtlich. Das Ding ist verloren. Wieso war das offensichtlich? Was solltest du sonst sein? Gut, schon Uhr wieder. Du meintest, du bist wichtig, und du meintest vor 3 Nächten, du wirst nicht sterben. Die Okay, hab einzige meinen Job. Möglichkeit, nicht sterben zu können, wäre Veteran zu sein. Hab meinen Job getan, der Mayor Ja, lebt noch. ich weiß, es war ein Idioten-Move vom Godfather, echt auf den Mayor zu gehen, nachdem der Jailer raus ist. Es war klar, dass der Transporter ihn protecten wird. Es war aber im Prinzip auch dumm von dir, dich selbst zu nehmen. Ich wusste nicht, wem sonst. Habe ich mich genommen. Warum nicht? Ich wollte nicht random jemanden töten dadurch. Das Ding ist halt durch.
Das Ding ist gelaufen. Das war halt schon tot, das war schon klar, nachdem die Witch stirbt, der Werwolf gehängt wird, der Survivor gekillt wird und dann noch der Retri da ist, war das Ding halt durch. Ja, das auch noch. Unser Random Mafia ist AFK seit ein paar Tagen. Also ist AFK euer Mafia, Kollege? Richtig. So AFK ist Maf. Ich wollte eigentlich AFK auswählen, wegen Tauschen, weil der mir viel zu aggressiv ist, weil ich den nie mag. Jetzt sollen sie durchmachen. Jetzt hoffentlich sind sie schlau und killen zuerst den verdammten Gottvater. Ja, immerhin. Kann der Vigilante den letzten Idioten abkillen. Ne? Will doch erstmal wie Porte fürs AFK sein. Wer ist denn das überhaupt? William Hobbs? Nee, ist Nee. Lovetrap. Ja klar, kann nur er sein. Die anderen sind Aber das alle Ding war halt confirmed. durch. Ich wollte Vigilante claimen, dann stirbt der scheiß Vigilante. Ich wollte Sheriff claimen, dann bewirbt sich der scheiß Sheriff. Dann wollte ich Doktor claimen, dann sagt der André, er wurde geheilt. Ja. Dann konnte ich nichts mehr claimen, egal was ich gemacht hätte. Jail hat mich instant exekutiert. Und die Town sowieso. Ich hatte halt übel Glück, dass der. Ich habe mich und Munster getauscht, glaube ich, eine Nacht. Genau. Und in der Nacht 2. Und da war der halt im Jail. Und wäre er nicht im Jail gewesen, wäre ich gestorben durch den Vitschi. Weil der Vitschi Munster angeschossen hat. Stimmt. Hatte ich richtig Glück. Ich hasse einfach diese Mafia-Rollen. Ja, der wäre auch als Bodyguard-Claim tot gewesen. Das ist Ja. ein Instant-Kill. Er kann nichts mehr claimen. Es geht nicht. Es Alles. war auch, das war klar. Nachdem der Retri den Ding wiedergebracht hat, war jede Rolle klar. Keiner konnte was claimen. Hat der Vici überhaupt noch Schüsse? Ja, er hat noch einen. Hat Munster angeschossen? Spindel? Ja, das war's. Einen hat er noch. Okay. Aber wie gesagt, nachdem der Retri confirmed war, war klar, dass der Jonathan Gott Retri ist. Der Vigilante war confirmed, der Mayor war confirmed. Du als Transporter warst auch in irgendeiner gewissen Weise confirmed. Du hättest dich leicht confirmen lassen können. Der Doktor hat halt Glück, dass ich Doktor claim, dadurch haben sie mich gelyncht. Wenn sie ihn lynchen, das Ding auch durch. Also egal was passiert, das Ding ist für mich verloren. Weil wir halt einmal nicht getötet haben, weil er geheilt wurde. Ja, unglücklich. Und in der ersten Nacht schon. Eigentlich hätte Ghost gecleant werden müssen. Aber es hat nicht funktioniert. Keine Ahnung warum. Okay, zu spät Müsste gedrückt. eigentlich eine. Nee, er hat Flugzeug gedrückt. Müsste eigentlich eine Escort gewesen sein. Oder die Witch hat den Janitor kontrolliert in der ersten Nacht. Das wäre der einzige Grund, dass die nicht gecleant wurde in der ersten Nacht. Weil sonst hätten wir nämlich auf Neutral Evil Claim gehen können. Aber was soll man machen? Das war wieder eine scheiß Runde. Aber wie üblich, es ist halt ranked. Kann man nichts machen. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dabei, wenn es weitergeht bei Town of Salem ranked. Bis dahin noch einen schönen Abend und ciao, Leute. Ciao, ciao.